Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge haben wir in Kirchenheim den Bahnhof gebaut, der jetzt hier auch unterirdisch irgendwo rausführt, soweit ich mich erinnern kann. Wo führt denn hier nochmal die Straße raus, du? Ich glaube, die haben wir nicht unterirdisch weitergeführt. Wir haben die Seite hier jetzt ans Netz angeschlossen, der das nach hinten führt. Und hier eine Seite hingeführt. Die Frage ist, ob es nicht schlecht wäre, sozusagen dich so zu verbinden, dass du hier unten durchgehst. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Dass wir sagen, dass das hier sozusagen wie ein Tunnel unten durchführt am Ende. Zug. So, warte mal, wir machen das jetzt hier ganz speziell und hoffen, dass der dann... Und dann schauen wir, dass wir hier nach unten gehen. Schaut jetzt zwar nicht so perfekt aus, aber... Sieht immer noch besser aus wie vieles andere, was ich mache. Oh Gott, schaut das schlimm aus. Naja, aber so ist es halt, ne? Ja, doch, du bist schon unterirdisch. Was machst du denn noch oberirdisch? Gut, weil dann kann man davon aus überall hinfahren jederzeit und hat da kein Problem. Ist gleich gar nicht so schlecht. Oder was, schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen umbauen. Hier, warte mal, die Kurve finde ich immer noch irgendwie ein bisschen tragisch. Können wir nicht einschleisig... Ungefähr hier oben. Nee. Nee. Das war jetzt nicht der Plan. Stopp, zurück. Ja, das dauert immer wieder. Ja. Vorsichtig, dann wird das schon. Gut. Dann kann ich auch rein theoretisch nicht hier hin so gehen. Und das dann hier so anschließen. Und dann sollten wir hier ganz gut vernetzt sein am Ende für das Straßennetz auch noch. Oder für das Zugnetz. Oh, wir haben hier einen Unfall auf der Autobahn. Eieiei. Machen wir dann noch hier einen Bahnhof hin. Dass es nur eine größeren Bahnhof gibt, ist ein bisschen schade, aber da kannst du halt auch wieder nichts machen, ne?
Frage ist, wo setzen wir am besten hier einen Bahnhof hin? Am besten wahrscheinlich wieder ein Sprung auf der Seite drüben. Das dann auch noch hier hinten lang führen kann. Cool. Und dann kommt jetzt hier der Bahnhof hin. Sind halt wieder so Sachen. Es ist wieder... Ah. Es macht nicht zufrieden. Man muss ja irgendwie die Schienen alle wieder zusammenführen, weil sie ja wieder... Kann ich nicht irgendwie sagen, ich will den bearbeiten und umbauen? Doch hier. Zusätzliche Plattform, U-Bahn, Schnittstelle. Taxi-Station. Stationserweiterung. Kleine Restaurants, Kioske, okay. Kann ich die nicht irgendwie bearbeiten? Kleine Mann, es ergibt keinen Sinn, hier drei zu haben. Und ich kann hier noch eins ausbauen. As the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Kann man nicht? Das muss doch gehen, oder? A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert. Okay, tun wir jetzt einfach mal die Schienen zusammenbauen hier. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider Right, one final question. Schiene mal hin. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Müssen wir mal schauen, wie wir hier am besten. Das habe ich nicht mal zusammengebaut, was? Ach. Mensch. Herbert. So und so. Machen wir das nicht jetzt hier also so, dass wir die äußerste Spur einbinden. Und dann den Rest per Hand in einem 180 Grad Winkel an der Hauptschuhe anbringen, dann sollte es nicht ganz gut passen. Müssen wir bloß vielleicht nochmal dich hier abreißen, um zu schauen, wie wir mit der Schiene am schnellsten unterirdisch kommen. Super. Jetzt müssen wir nur mit nicht da ein bisschen so Shift wäre cool.
Kann ich nicht ein bisschen die Höhe runterdrehen? Warum gehen denn nur mit so 10 Schritte? Höhenunterschied. Ah, schau an. Schaut jetzt zwar nicht perfekt aus, aber ich würde auch nicht sagen, ganz so schlecht. Dafür, dass das simpel schnell hingezimmert ist, bin ich darauf gar nicht so unstolz. So, die andere Schiene kommt ja dann von hier drüben, ne? Genau. Die führen wir dann hier. Hier außerhalb der Stadt würde ich die auch wieder hochziehen. Um den Fahrgästen auch ein Erlebnis bieten zu können. Dann gehen wir hier nicht rauf. Meter hier müssten eigentlich reichen, ne? Ja, eigentlich müssten es reichen. Okay, vielleicht reicht es auch nicht. Sollen wir nochmal die Führung hier neu machen? Runter wieder. Gerade führen. Jetzt sollte ich einfach mal in die Gegenrichtung machen. Was sagt ihr dazu? Vorplan, wo die Schiene hin muss. Die wird das Ganze drüber führt. Und dann von hier runter gehen. Vielleicht macht das nicht auch nicht schlecht, wenn du so ein bisschen siehst, wie die Züge fahren und alles. Ich glaube, das macht ein cooles Bild. Jetzt müssen wir hier noch um die Kurve rum. Neu machen, die finde ich gerade grässlich. Okay, ich will eine simple Kurve anschließend an das Netz. Hä? Also teilweise verstehe ich dieses Bausystem nicht. Warum sind wir da schon wieder disconnected angeblich? Von dir zu dir. Eine gerade Linie. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Nein. Und dann werden wir jetzt fürs erste Mal hier ein Schienensystem machen und sagen, wir starten hier auf Plattform 1. Fahren dann die ganze Schiene bis in die City auf Plattform 1. Und dann hier zu Plattform 1. Wegfindung fehlgeschlagen. Oh, weil hier schon was wieder nichts connected ist. Das ist doch... Oh, dieses Bausystem teilweise macht mich schon fertig, ne? Nochmal von vorne. Also, wir wollen von Gleis 1
an dem Bahnhof. Zu Gleis 1 an dem Bahnhof. Auf Gleis 1 hierhin. Auf dem Rückweg fahren wir dann auf Gleis 2. Um dann wieder hier auf dem Gleis zu landen. Dann sollten wir doch hier bald nur die ersten Züge losfahren sehen. Ja, da fährt der erste los. Schau das an. Passagierzug. Kann man von dem eine Kamera... Das wäre cool, eine Kamera vorne, wie bei den anderen Spielen. Okay, er fährt erst zum Hauptbahnhof, wie es ausschaut. Hier haben wir jetzt so Stau mittlerweile, dass ich hoffe, dass wir mit den Zügen ein bisschen Entspannung reinkriegen können, weil ich sehe aktuell nur überall Stau. Jetzt müsste der Zug hochkommen. Auch die Feuerwehr jetzt gleich gar nicht mehr hier hin aktuell. Schaut das aus, feuerwehrmäßig. Wo ist denn da? Wo ist denn da die Feuerwehr? Haben wir keine einzige Feuerwehr in diesem Land? Habe ich nie eine Feuerwehr gebaut? Ernsthaft? Holen wir alle Bauteile dran. Schaust du an, die Hauptstraße ist einfach mal völlig dicht. Wir brauchen also hier noch eine extra Spur jetzt zum Abbiegen, kann das sein? Gleich kann gut sein. So, dann entscheidet euch, wie ihr fahren wollt. Gibt es ja relativ wenig zu entscheiden in dem Fall. Aber du merkst auch, wie viele Taxis hier fahren, wenn wir hier aufs Taxiunternehmen zum Beispiel gehen. Wo waren denn Taxis? Verkehr will ich gleich gar nicht wissen. Transporte. Schau dir an, wie viele Taxis hier fahren. Hier kommen wir alle aus der Stadt. Also glaube ich, werden wir damit einen Großteil auch erleichtern. Wait, der Großteil dieser scheiß Taxis kommt von außerhalb. Wie geht's eigentlich unserer Zuglinie jetzt aktuell? Drei Züge sind im Einsatz. Hatte ich hier nicht ursprünglich eine Klinik? Parkpflegestraße. Habe ich keine Feuerwehr hier überall gebaut? Bin ich dumm? Ich habe keine Feuerwehr gebaut. Gibt hier noch eine kleine Feuerwehr hin. Als nächstes bauen wir jetzt noch ein Taxidepot. Wo kriege ich denn dieses blöde Taxidepot? Taxidepot. Oh, jetzt hier an der Heldengasse entlang. Der Taxizentrale wird es mit E-Taxi-Station und noch mehr Parkmöglichkeiten. Und jetzt sollte ich unseren Hauptbahnhof hier zum Beispiel neben einer Dienstleistung auch mit einem Taxistand ausleisten können. Wir bauen den auch hier gleich aus.
A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Und was ich jetzt hier noch mache, ist eine extra Zuglinie. This has been a local public service announcement. Die am äußersten Bahnhof fährt. The channel where the classics never grow old. Und nur nach draußen und dann wieder zurück in die Stadt. In the studio today to talk about why they are contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Da kommt ein Zug wieder. Isn't that going to be costly, Mr. Calton? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but ich hoffe mal, dass wir langsam hier auch ein paar level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Jetzt schauen wir mal noch die Buslinie. I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Kann ich dann eine Busstation mit einbauen? This just in from traffic. If you're thinking about eine U-Bahn-Schnittstelle höchstens. You can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere. Kann ich hier noch Parkplätze reinbauen vielleicht? Das wäre noch eine Überlegung, oder? And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Nee, wir wollen nicht verkleinern, wir wollen neue bauen. Auch nicht 4 Kilometer. Null Meter über dem Boden. Den Punkt jetzt wieder. Das machen wir jetzt hier drüben. Dann machen wir schalten wieder alles an. Ich hätte gern hier nicht ein paar Parkplätze einfach. Die dann mit der Parksituation hier helfen sollen. Mal schauen mal, wie das sich hier auswirken wird. Immerhin ist das ja auch eine sehr wichtige Station in Zukunft eigentlich. Langsam, glaube ich, könnte es losgehen. Die Züge werden verwendet. Zwar noch nicht in den Massen, die ich es gerne haben würde. Da schauen wir nach einem Taxi zum Beispiel aus, oder? Aber es könnte gut sein, dass wir mit einer guten Busanbindung noch das Ganze hier ein bisschen optimieren können. Dann wird das Zugsystem da auch noch ein bisschen besser. Jetzt mal anschauen, die zweite Buslinie, die hat 148 Passagiere und wie viele Züge? 2 Züge. Da kommen jetzt wie viele Passagiere an? 102, warte, ich würde gerne auf die... Holy shit, okay. Das sind nur Leute, die bei uns hier ankommen jetzt mittlerweile, ne? Ich glaube, langsam wird es dann ein Magnetpunkt. So, aber dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir es beim nächsten Mal noch ein bisschen ausbessern. Unsere Stadt wächst ja Stück für Stück auch weiter in die Höhe. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.